Willkommen zum Ranking meiner Top 10 Holzachterbahnen auf der Welt 2023. In den letzten Jahren hatte ich die Möglichkeit, fast 50 verschiedene Holzachterbahnen selber zu testen. Und dabei waren auf jeden Fall sehr viele Highlights dabei, welche ich euch heute in diesem Video zeigen möchte. Das klassische Fahrgefühl von einer Holzachterbahn ist meist wirklich sehr besonders. Ältere Exemplare können öfters mal wegen sehr schlechten Fahrverhaltens nicht ganz überzeugen. Aber es gibt genauso auch noch sehr viele Freizeitparks, welche Woodies sehr pflegen und bis heute dann durch gutes Fahrverhalten aufwarten können. Ihr bekommt jetzt zunächst die hinteren Plätze, Platz 25 bis 11 als Cinematic, bevor ich ab Platz 10 kommentiert näher auf die Bahn eingehe. Es sind natürlich nur Achterbahnen inkludiert, welche ich selber gefahren bin, und ihr könnt ebenfalls gerne euer Ranking in die Kommentare schreiben. Platz 10. Mindblower in Fansport Kissimmee. Für die erste Achterbahn aus meinen Top 10 gehen wir nach Florida, nach Kissimmee, und hier steht seit 2017 Mindblower, eine Holzachterbahn von der Gravity Group. Wir haben hier eine Stahlunterkonstruktion und Holzschienen, und weil die Schienen für die Klassifikation von Bedeutung sind, zählt es ebenfalls den Holzachterbahn dazu. Aber Hybridachterbahnen von RMC, wie zum Beispiel Untamed Destiny Vengeance, haben Stahlschienen, deswegen sind solche Achterbahnen nicht hier in der Liste inkludiert. Aber kommen wir zurück zu Mindblower. Ich bin die Bahn 2019, also 2 Jahre nach der Öffnung gefahren, war damals sogar meine 300. Achterbahn, also schon mal ein Highlight. Und bereits schon damals hatte diese Achterbahn nicht die besten Fahreigenschaften. Es war vollkommen aushaltbar, aber das Ganze muss sich über die Jahre verschlechtert haben, dass dann sogar 2023 Teile von der Bahn zu einer Hybridachterbahn umgebaut wurden und Stahlschienen von RMC bekommen hat. Da ich diese Achterbahn aber nur in der alten Form gefahren bin, mit den Holzschienen, werde ich diese auch als diese berücksichtigen und natürlich die Bahn so bewerten zum Zeitpunkt, wo ich sie selber erlebt habe. Und auch wenn das Fahrverhalten damals schon nicht gerade optimal war, war es trotzdem noch vollkommen aushaltbar. Man hatte immer ein Rütteln, aber die Strecke selber konnte überzeugen. Wir haben hier eine große Inversion drin, was das Ganze vor allem von außen nochmal beeindruckender macht. Und sonst einfach sehr viele schöne Airtime-Momente. Die Inversion selber ebenfalls ein bisschen Hangtime, aber vor allem wird man hier auf den gesamten Airtime-Hügeln einfach toll aus dem Sitz gerissen. Die Geschwindigkeit ist während der gesamten Strecke ebenfalls ziemlich gut, dass man die Elemente bis zum Ende mit einem guten Tempo nimmt. Ebenfalls schön kompakt, dadurch ebenfalls ein paar gute Nimbus-Effekte mit der Konstruktion. Und allgemein einfach eine gelungene Bahn mit wirklich guter Airtime, welche auch nicht nur kurz anhaltende Floater hat, sondern wirklich Ejector, wie man es von der Gravity Group auch gewöhnt ist. Deswegen für mich tolle Bahn und gerade so in meinen Top 10. Platz 9. Wodan Timber Coaster im Europa Park. Das dürfte auf jeden Fall die bekannteste Achterbahn aus den Top 10 sein, die sicherlich fast jeder von euch schon selber gefahren ist. Holzachterbahn von Great Coasters International aus dem Jahr 2012, also mittlerweile auch schon über 10 Jahre alt. Mit 40 Metern über 1 Kilometer Strecke auf jeden Fall schöne Fakten. Und vielleicht bei anderen von euch etwas höher als bei mir. Und wenn man schon bereits die anderen Platzierungen von GCI Holzachterbahn gesehen hat, kann man schon sehen, dass ich nicht der größte Fan von der Firma bin. GCI sind auf jeden Fall sehr schöne Holzachterbahnen, welche von außen gut sind, meistens gutes Fahrverhalten haben und sicherlich einfach für die meisten normalen Parkbesucher ein super Gesamtpaket bieten. Aber mir persönlich ist die Airtime von GCI einfach zu schwach.
Jeder Airtime-Moment ist nur auf Floater Airtime und meistens auch ziemlich kurzanhaltend. Und ich persönlich mag lieber stärkere Airtime, welche langanhaltender ist. Und weil das GC eigentlich bieten kann, ist es auch ein Grund, warum ich diese Bahn nicht ganz so rate wie andere. Trotzdem meistens sehr gute Coaster, aber ich bevorzuge andere doch etwas mehr. Hier ist die Sache auch, dass die Millennium Flyer-Züge, welche von GC zum Einsatz kommen, nur bis zu G-Kräften von 0G ausgelegt sind, also Floater Airtime, und gar nicht in der Lage wären, stärkere Airtime dauerhaft auszuhalten, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber deswegen bin ich nicht der größte Fan von Holzachterbahn der Firma. Wodan war aber trotzdem für lange Zeit meine Lieblingsbahn der Firma, da sie einfach gute Fakten hat, der Drop hat echt Spaß, schöne Anlegung mit einer tollen Q-Line und die paar Airtime-Momente sind trotzdem nicht schlecht. Das Pacing bis zum Ende sehr gut, also konstant hohe Geschwindigkeit und vor allem auch die gesamte Streckenführung, welche einmal hinten bei Atlantik herumführt, finde ich ebenfalls gelungen. Vor allem Night Ride ebenfalls super hier, macht richtig Spaß. Aber mittlerweile haben es auch drei weitere GCI-Bahnen in meine Top 10 geschafft, welche ich oberhalb von Wodan anordne und welche ihr natürlich gleich sehen werdet. Platz 8. Tonnerre des Suisses im Park Asterix. Die Aussprache war sicherlich gerade komplett falsch, aber bei Französisch ist bei mir auf jeden Fall immer Schluss. Macht bei der Achterbahn aber nichts aus, weil das hier ist eine richtig tolle Holzachterbahn von CCI Custom Coasters International aus dem Jahr 1997. Und diese wurde in den letzten Jahren von der Qwerty Cube noch ein bisschen umgebaut und erneuert. Und das hat auf jeden Fall eine Menge bewirkt. Ich kenne die Achterbahn in ihrer alten Form nicht, da ich sie 2023 das erste Mal gefahren bin. Aber die neue Variante ist wirklich echt stark. Im Park Asterix gibt es seit 2023 mit Totatis ein riesiges Highlight, was auf jeden Fall auch die beste Achterbahn im Park ist. Aber auch Zeus muss sich dagegen nicht verstecken, ist immer noch eine richtig gute Bahn. Erstmal ist dieser Coaster richtig lang, über 1,2 Kilometer, hat ebenfalls die neuen schönen Timberliner-Züge von der Qwerty Cube, welche auf jeden Fall sehr bequem sind. Und das, was die Bahn ausmacht und warum die Bahn überhaupt hier in Top 10 ist, ist, dass der letzte Wagen umgedreht ist und ihr diese Achterbahn rückwärts fahren könnt. Ich bin schon andere Coaster rückwärts gefahren, aber so ein Wutti rückwärts zu fahren, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Ich bin die Bahn ebenfalls einmal vorne gefahren. Wenn ich sie nur dort gefahren wäre, wäre sie auf jeden Fall nicht mal annähernd in den Top 10. Aber rückwärts ist es auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Ihr werdet so stark die Hügel vor allem zu Beginn runtergerissen mit toller Airtime und vor allem dazu noch ein bisschen das Out-of-Control-Feeling von der Holzachterbahn, verbessert das Ganze nochmal sehr. Macht richtig Spaß, vor allem der First Drop, die Abfahrt nach dem ersten Turnaround ist echt toll. Es gibt ebenfalls, was neu gemacht wurde, noch so ein Outward-Bank, wo ihr 90 Grad zur Seite den Hügel durchfahrt, ebenfalls ganz nett. Durch die Länge und nicht ganz so hohe Höhe von knapp 30 Metern werdet ihr zum Ende relativ langsam, weshalb dann nicht mehr so viel passiert. Aber vor allem der Beginn, auch dass nach dem First Drop ein Tunnel folgt, finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Und so deswegen, rückwärts auf jeden Fall eine starke Achterbahn, hatte ich zuvor in dieser Art auf jeden Fall noch nicht erlebt und kann ich sehr empfehlen und deswegen zumindest rückwärts verdient in den Top 10. Platz 7. Ghost Rider Knott's Berry Farm. Hier haben wir eine weitere klassische Holzachterbahn von CCI, hat 1998 in Kalifornien in den USA eröffnet. Und während zuvor im Park Asterix die Variante von der Qwerty Cube umgebaut wurde, wurde im Jahr 2016 Ghost Rider von GCI umgebaut. Dabei gab es eine komplette Erneuerung von Ghost Rider, das heißt ein Retracking bis ein Reprofiling und ebenfalls neue Millennium Flyer-Züge. Ghost Rider ist auf jeden Fall ein sehr hoch angesehener Woody und viele Leute sehen es sogar als die beste Achterbahn in Kalifornien. Dem kann ich auf jeden Fall nicht annähernd zustimmen, weil der Umbau war von GCI. Und wenn im gleichen Bundesstaat Bahnen wie Railblazer, X2, Twisted Colossus und noch viele weitere stehen, kann Ghost Rider im Vergleich nicht mithalten. Aber trotzdem ist das für GCI eine ziemlich gute Bahn und wie ihr merkt, sogar in meinen Top 10 der besten Woodies. Weil die Bahn ist erstmal mit fast 1,4 Kilometern ziemlich lang, 36 Meter Höhe ebenfalls ziemlich gut, aber die Länge macht die Fahrt immer aus und das ist hier wirklich einfach super. Von außen ebenfalls bei der Station im Wartebereich richtig gut gestaltet, ist bei Knott's Berry Farm ebenfalls immer sehr hohes Level. Negativ zu erwähnen sind hier die Abfertigungen, welche nicht gerade gut sind. Zum Glück war ich an einem ziemlich leeren Tag im Park, wodurch ich auch einige Fahrten machen konnte. Und das war natürlich eine CCI-Holzachterbahn, welche aber deutlich mehr an GCI erinnert, auch wenn die Streckenführung noch von CCI ist. Und man hat auf jeden Fall eine Menge Floater Airtime, davor nicht gerade wenig. Es gibt ebenfalls ein paar anhaltendere Airtime-Momente und auch so die Abfahrt,
wo früher die Zwischenbremse war, da wird man schon gut rausgezogen. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil es mal ein CCI war, dass es vielleicht die Checked Airtime gibt, aber nein, das ist leider nicht der Fall. Es gibt trotzdem nur Floater Airtime. Aber für die Floater Airtime als Airtime rund um ungefähr 0G ist sie auf jeden Fall ziemlich gut. Es gibt nämlich ebenfalls ein paar etwas anhaltendere Momente und vor allem auf den größeren Hügeln mit ein bisschen Platz im Bügel macht das schon eine Menge Spaß. Wo die Bahn mich nochmal überrascht hat, war in den seitlichen lateralen G-Kräften, weil da gab es schon ein paar Kurven, wo ihr schon sehr stark gegen den Rand vom Sitz gedrückt werdet. Fand ich cool, ist auf jeden Fall mal was anderes. Und deswegen mit der für GCI-Verhältnisse einen guten Airtime, der langen Fahrt und vor allem auch unerwarteten guten Laterals ist es auf jeden Fall eine sehr gute Holzachterbahn, welche vor allem beim Gefahren am Ende des Tages hinten im Zug nochmal mehr Spaß macht. War für mich sogar mein Lieblingsfahrgeschäft Knott's Berry Farm und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen zu testen. Platz 6, Gold Striker. Wir bleiben in Kalifornien, gehen aber etwas nördlich zum Großraum San Francisco und kommen jetzt zu Gold Striker. Und das hier ist eine weitere GCI Holzachterbahn. Hat 2013 im Park geöffnet und damals schon wurde es oft als eine der besten Holzachterbahnen von der Firma eingestuft. Und als ich diese Bahn das erste Mal 2022 erlebt habe, musste ich auch selber sagen, für eine GCI-Holzachterbahn ist es auf jeden Fall schon ziemlich stark. Auch hier eine gute Fahrzeit, fast 1000 Meter lang und vor allem auch eine richtig gute Geschwindigkeit bis zum Ende. Da gibt es wirklich keinen Moment zum Luftholen. Und wie man es von GCI gewöhnt ist, auch eine Menge Airtime. Es ist nur kurzanhaltende Floater, aber zumindest davon eine Menge. Und dann einfach mit einem schön verschlungenen Layout macht das Ganze auf jeden Fall Spaß. Mit ein bisschen Platz im Bügel kann man ja auch schon gut rausfliegen. Und ich muss sagen, ich habe mir lange schwer getan, ob mir Ghost Rider oder Gold Striker besser gefällt. Sind wirklich für mich fast auf einem Platz, da ich diese sehr ähnlich einordne. Aber Gold Striker hat jetzt zumindest ein bisschen den Vorsprung bekommen, ist etwas moderner, aber allgemein trotzdem auch immer noch eine ziemlich starke Bahn für GCI. Das Fahrverhalten ist, finde ich, trotzdem noch in Ordnung. Die Bahn rüttelt ein bisschen, finde ich aber schon noch aushaltbar. Und vor allem etwas gute Pacing bis zum Ende macht Spaß. Und deswegen auf jeden Fall einer der besten GCIs, die ich bisher gefahren bin. Platz 5, Troy im Toverland. Wir gehen zurück nach Europa, nach Holland, ins Toverland, zu Troy. Und hier haben wir die beste GCI-Holzachterbahn, die ich bisher gefahren bin. Ich muss sagen, Platz 5 bis 7, nicht nur 6 und 7, sondern 5 bis 7, sind wirklich sehr beieinander. Und ich hätte genauso auch Gold Striker und Ghost Rider mit auch Troy tauschen können. Weil es ist wirklich immer sehr schwer, diese Bahn miteinander zu vergleichen. Und ich muss sagen, als ich Troy das erste Mal 2018 gefahren bin, war ich kein Fan der Bahn. Ich wusste im Voraus von dem Hype von Troy und vor allem, also viele Leute sind große GCI-Fans, sicherlich auch sehr viele von euch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und da wurde vor allem in Europa Troy immer als die beste Holzachterbahn der Firma eingestuft. Und damals hatte ich sogar Wodan besser als Troy gerankt, weil ich einfach nicht überzeugt war. Ich hatte mehrere Fahrten an einem warmen Sommertag mit gutem Pacing vorne und hinten, aber da hat mich Troy nicht so überzeugt. Das war damals vor 5 Jahren dann auch das erste Mal, wo ich so richtig erkannt habe, dass GCIs nur kurzanhaltende Floater Airtime haben und was für mich natürlich nicht so schön ist, wenn ich starke und langanhaltende Airtime bevorzuge. Aber was hier meine Meinung geändert hat, waren die Fahrten, welche ich während Halloween hatte. Ich hatte hier ein paar Night Rides auf der Bahn und Troy bei Halloween kann ich wirklich total empfehlen. Davor, auch die Fahrten, die ich tagsüber hatte, hat sich meine Meinung nicht zu stark geändert. Aber dann die Night Rides waren wirklich nochmal ein anderes Level. Das ist einmal die Sache, wie das Toverland Troy während Halloween in Szene setzt, weil es gibt dann mehrere Flammenwerfer während der Fahrt und vor allem auch eine große Nebelwand bei dem Station Flythrough, also wo ihr einmal mit dem Zug erhöht durch die Station fahrt. Und das ist wirklich echt beeindruckend. Diese Nebelwand, ihr seht sie schon in der Station, fahrt dann komplett durch mit Lichteffekten, illuminiert. Und dann rast ihr einfach im Stockdunklen durch das Layout, im Hintergrund das beleuchtete Toverland von der Halloween-Saison und dann gehen ja diese Flammenwerfer während der Fahrt los, bei einer Holzachterbahn natürlich nochmal mehr besonders. Von der Fahrt her auch nur viele kurzanhaltende Erdmomente, was mich jetzt nicht so überzeugt, aber dann auch abends im Dunklen, das Pacing ist wirklich einfach der Hammer. Aber dann auch, wenn man nicht direkt sieht, was als nächstes kommt, sind diese kurzen Erdmomente auch gar nicht mal so schlecht. Selbst dann wäre die Bahn nicht so hoch von der Fahrt, ist es wirklich einfach das Gesamtpaket, wie diese Achterbahn bei Halloween eingesetzt wird, weshalb Troy der beste GCI ist, den ich bisher gefahren bin. Platz 4, Balder. Das war es genug von GCI, kommen wir jetzt bei den Top 4 zu Bahnen, die auch ordentliche Checked Airtime haben. Und die erste davon ist Balder.
Intermin Prefab Holzachterbahn aus dem Jahr 2003 in Göteborg in Schweden. Und ich konnte diese Achterbahn leider jetzt auch schon seit 5 Jahren nicht fahren, da als ich 2023 in Liseberg war, die Achterbahn komplett refurbished wurde und einmal komplett erneuert wurde. Deswegen auch Liseberg kümmert sich hier auf jeden Fall um seine Holzachterbahn. Und aber damals, wo ich die Bahn gefahren bin, war das auf jeden Fall trotzdem sehr stark. Weil das auf jeden Fall ein deutlich einfacheres Layout im Vergleich zu den gesamten Twister, verschlungenen Layouts von GCIs und so, die wir schon hatten. Aber das macht die Bahn nicht schlechter, weil die Achterbahn möchte Airtime bieten und das schafft sie richtig gut. Über 1 Kilometer lang, das ist schon mal super und ihr habt hier einfach total viele Intermin-Airtime-Hügel. Von der Intensität her gibt es andere Intermin-Coaster, welche noch ein bisschen stärker ausfallen. Auch noch ein Prefab, welcher auf jeden Fall stärkere Airtime hat. Aber trotzdem auch hier schön gecheckte Airtime, teilweise kurzanhaltend, teilweise ein bisschen anhaltender zu Beginn. Und für die Größe wurde hier auf jeden Fall eine Menge rausgeholt. Am Ende fährt man die ganze Zeit auch nur durch Holzkonstruktion durch, was ich einfach nur super finde. Die Kurven von der Bahn, da passiert jetzt wirklich nicht so viel. Und wer lieber ein bisschen mehr Abwechslung will, wird sicherlich andere Holzachterbahnen finden, die ihm besser gefallen. Aber da ich ein sehr großer Fan von Airtime bin und es einfach nur eine schöne Abwechslung ist, wenn eine Holzachterbahn auch mal gute Airtime hat, da ist Balder auf jeden Fall die perfekte Bahn für mich und deswegen bin ich auch froh, sie damals auch fahren zu können und auf jeden Fall sehr verdient in meinen Top 5. Platz 3. Colossus Kampf der Giganten im Heidepark. Das hier ist auf jeden Fall für mich ohne Zweifel die beste Holzachterbahn, welche wir in Deutschland stehen haben. Ursprünglich im Jahr 2001 eröffnet, Intermin Prefab Holzachterbahn, hat dann aber von 2016 bis 2019 geschlossen, wo die Achterbahn komplett geretracked wurde und ebenfalls eine neue Gestaltung erhalten hat. Von Fakten her gibt es kaum was Besseres. Über 1,3 Kilometer lang, über 50 Meter hoch, also auf jeden Fall von außen so eine beeindruckende Bahn. Und auch hier hat Intermin wieder gezeigt, was aus einer Holzachterbahn rauszuholen ist. Wir haben sehr viele große Airtime-Hügel und ja, wir hatten schon öfter erwähnt, ich mag anhaltende Airtime, deswegen ist Colossus auf jeden Fall eine Bahn für mich. Von der Gestaltung, was jetzt nach dem Umbau gemacht wurde, gefällt es mir ebenfalls super. Das große Wurzelmonster mit den Flammeffekten finde ich sehr gelungen. Die Station sieht ebenfalls gut aus, also da passt das Gesamtpaket auf jeden Fall auch. Ich konnte die Achterbahn ebenfalls 2013 und 2014 vor dem Umbau erleben und das spielt zumindest teilweise immer noch ein bisschen rein, weil sie war damals auf jeden Fall stärker, als sie es heute ist. Ich weiß noch damals, im Jahr 2013, vor 10 Jahren, war Colossus meine erste Holzachterbahn. Da erwartet man natürlich nicht so viel, aber wo ich dann auf den ersten beiden großen Hügeln aus dem Sitz geworfen wurde mit starker Ejector Airtime, war ich einfach so geflasht von der Bahn, da ich das in der Art vorher wirklich noch gar nicht kannte. Ich bin zwar damals, glaube ich, auf jeden Fall schon mal G-Force gefahren, aber das Ganze dann nochmal auf einer Holzachterbahn zu erleben, war schon mal was anderes. Da dachte ich wirklich, ich fliege hier gleich raus. Kann ich mich bis heute noch gut daran erinnern, dass die Bahn damals auf jeden Fall gute Ejector Airtime hatte und ich finde es sehr schade, dass das zumindest etwas geschmälert wurde. Die Bahn ist trotzdem weiter in meinen Top 5, ist eine richtig gute Bahn. Ich konnte sie nach dem Umbau schon während 2 Besuche erleben und wenn die Bahn dann abends warm gefahren ist nachmittags, hat man auf jeden Fall weiterhin gute Airtime, auch wenn sie leider nicht mehr ganz so stark ausfällt wie früher. Flowchecter auf jeden Fall auf den größeren Hügeln, das macht schon immer noch Spaß, ist man schön aus dem Sitz draußen, hat auf jeden Fall gute Airtime. Und bei den kleineren Hügeln kommt es einfach ein bisschen drauf an, morgens nicht so viel Airtime, nachmittags ein bisschen mehr, ob man vorne hinten sitzt und so weiter, also ein bisschen hat die Bahn auf jeden Fall eingebüßt. Aber hört sich fast schon wieder zu negativ an. Das ist trotzdem noch eine richtig starke Bahn. Wenn ihr mehr Abwechslung wollt und ein verschlungenes Layout, ist GCI auf jeden Fall besser. Aber hier, gute Airtime, lange Fahrt, beeindruckende Bahn, ist einfach richtig super und für mich wirklich unangefochten, ohne Zweifel, die beste Holzachterbahn in Deutschland. Da kann zum Beispiel Wodan oder auch die anderen Wodis in Deutschland nicht mehr annähernd mithalten. Und für mich weiterhin eine der besten Holzachterbahnen, die ihr auf der Welt selber erleben könnt. Platz 2. El Toro und Six Flags Great Adventure. Das hier ist ein weiterer Prefab, alle drei sind hintereinander. Ich war bisher noch nicht in Südkorea, das heißt T-Express konnte ich noch nicht erleben, aber die drei von den vier, die ich gefahren bin, waren wirklich alle richtig stark. El Toro befindet sich in New Jersey in den USA, 2006 eröffnet, über 1,3 Kilometer lang, 55 Meter hoch, Intermin Prefab wie gesagt, und das ist einfach mal eine beeindruckende Bahn.
Links neben dran steht zwar King der Ka, die höchste Achterbahn der Welt, aber die bessere Bahn ist auf jeden Fall das Woody Monster. Und El Toro ist eine Bahn, die wirklich jetzt gerade erst vor kurzem, dieses letztes Jahr, vorletztes Jahr, mit ein paar Problemen kämpfen musste. Da gab es längere Schließzeiten, da es ein paar Probleme mit der Bahn gekommen ist und wo dann auch viele größere Teile von den Schienen bzw. von der Struktur ausgetauscht worden sind. Mittlerweile fährt die Bahn wieder. Ich konnte sie vor dem gesamten Fiasko darum erleben, das war 2019. Ich weiß deswegen nicht, wie die Bahn mittlerweile fährt und wenn ich gehört habe, dass das Fahrverhalten nicht mehr ganz so toll sein soll, was natürlich schade ist. Aber vielleicht wurde noch ein bisschen weiter was dran gewerkelt, um das Ganze wieder ein bisschen zu verbessern. Aber zum Zeitpunkt, wo ich sie 2019 gefahren bin, war es auf jeden Fall ohne Zweifel ein Highlight. El Toro, letzte Reihe, gibt einfach mit die beste Airtime, welche ihr auf der Welt erleben könnt. Diese Bahn fährt sich, wie Colossus fahren müsste, nur nochmal besser. Allein der Beginn, First Drop und die zwei großen Camelbacks. Das sind drei der besten Airtime-Momente mit starker, anhaltender Ejected Airtime, die ihr finden könnt. Dann gibt es ebenfalls noch den Rolling Thunder Hill. In der Mitte vom Layout führt über einen Teil, wo die ehemalige Holzachterbahn Rolling Thunder sich befunden hat. Und dieser Drop, letzte Reihe, so starke Airtime, es ist wirklich nicht mehr normal. Und dann auch zum Ende noch so ein bisschen mehr Twisty Section mit kleineren Hügeln, wo ihr aber sogar für eine Holzachterbahn mit Beckenbügeln ganz gute Richtungswechsel drin habt. Und bis zum Ende auf jeden Fall eine gute Fahrzeit. Es gibt auch ein paar schwächere Elemente drin, aber die guten Elemente machen diese Achterbahn einfach aus. Und natürlich im Voraus schon viel gehört und mich konnte sie trotzdem irgendwann ein paar Fahrten überzeugen. Hinten fahren im Zug ist auf jeden Fall Pflicht. Diese Achterbahn hat ohne Zweifel den besten First Drop auf einer Holzachterbahn, den ich bisher erlebt habe. Und ich könnte noch viel mehr Gutes über diese Bahn sagen, aber belassen wir es jetzt für dieses Ranking hierbei. Ihr könnt euch natürlich gerne das Review dazu anschauen, genauso auch wie zu vielen anderen Bahnen von den Top 25, die hier schon online sind. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen für eine detailliertere Einsicht in den Coaster selbst. Aber hier El Toro, so eine starke Bahn, unverdient auf dem Platz 2. Platz 1. Wildfire in Kolmaden. Um das Ranking zu beenden, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsholzachterbahn und zwar Wildfire. Befindet sich in dem Zoo Kolmaden Schurpark in Schweden und das Ganze ist ein AMC Topper Track Coaster, also von Rocky Mountain Construction. Ich habe vorhin gesagt, dass Hybridachterbahnen von AMC nicht inkludiert sind und Wildfire ist hier eine Ausnahme, genauso wie drei andere Achterbahnen der Firma, welche ich bisher aber noch nicht erlebt habe. Weil das Ganze hier ist nämlich ein Topper Track. Das heißt, also die Konstruktion ist eine Mischung aus Holz und Stahl, aber die Schienen haben deutlich weniger Stahl, nur der oberste Teil ist eine Stahlschicht und deswegen wird diese Achterbahn zu den Holzachterbahnen hinzugezählt. Kann man sich natürlich darüber streiten, wenn ihr das Ganze lieber als Hybridachterbahn oder Stahlachterbahn dann eher zählen wollt, könnt ihr es gerne machen, aber für mich ist es von der Klassifizierung her auf jeden Fall den Holzachterbahn zuzuordnen und deswegen gehört Wildfire auch hier zu meinen Lieblingsbahnen und nicht nur zu meinen Lieblingsbahnen, sondern es ist meine Lieblingsbahn. Hat im Jahr 2016 eröffnet, der erste AMC, den wir in Europa bekommen haben. War dann im Jahr 2018, vor 5 Jahren, auch der erste AMC, den ich jemals gefahren bin. Und dann direkt mit so einem Highlight zu starten, ist natürlich keine schlechte Sache. Die Fakten selber überzeugen auf jeden Fall. 56 Meter hoch, 1265 Meter lang. Das ist doch schon mal für eine Holzachterbahn eine Hausnummer. Und dann alleine schon diese Achterbahn von außen zu sehen, ich muss sagen, das ist eine der schönsten Achterbahnen, welche es auf der Welt gibt. Nicht wegen Theming, sondern weil diese Achterbahn einfach toll aussieht und so gut in die Umgebung integriert ist. Denkt an diesen Hang, hinten dran die gesamte Vegetation und vor allem dieser Helix vor dem großen First Drop, das überzeugt einfach. Und die Fahrt selber genauso. So viel gute Airtime, stark gecheckte Airtime, ihr werdet hier bis zum Ende aus dem Sitz gerissen. Ihr habt selbst Airtime an Stellen, wo ihr es nie erwartet hättet und dazu auch noch drei starke Inversionen. Und will ich auf jeden Fall irgendwann gerne mal wiederfahren, ist es schon wieder zu lange her und auf jeden Fall die beste Holzachterbahn, die ich bisher gefahren bin. Und das waren dann hier meine Top 10 bzw. mit der Cinematic meine Top 25 Holzachterbahnen auf der Welt, welche ich bisher erlebt habe. Ich packe euch auf jeden Fall in die Beschreibung oder in die Kommentare mal die hinteren Plätze rein, dass ihr noch seht, was ich alles gefahren bin. Was ich nicht gefahren bin, ist natürlich nicht inkludiert. Und da gibt es auf jeden Fall noch ein paar weitere Highlights, zum Beispiel in Südkorea und China oder auch vor allem im mittleren Westen von den USA, wie zum Beispiel Voyage. Das wäre so eine Bahn, die sicherlich auch oben mit dabei wäre.
Aber mich würde auf jeden Fall euer Ranking, eure Lieblingsholzachterbahn interessieren. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und dann lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.